Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Digitalisierung entwickelt sich in einer Geschwindigkeit, die alle Entwicklungen im Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahren in den Schatten stellt. Und das haben wir eben gerade auch von Ihnen gehört, liebe Kolleginnen. Allerdings ist die Diskussion um dieses Thema bereits voll entfacht und viele Dinge sind bereits auf den Weg gebracht und müssen natürlich in entsprechendes gesetzliches Handeln in der Zukunft einbinden. In immer schnelleren Intervallen steigt die Leistungsfähigkeit der Rechnersysteme und der Speicher und natürlich auch der Anwendungen, die damit verbunden sind. Und die Automatisierungsprozesse werden in allen Betrieben entsprechend eingesetzt. Das verändert die Arbeitswelt. Ob im Maschinenbau, der Elektro- und der Automobilindustrie, im Handwerk oder auch im Dienstleistungsbereich, in allen Bereichen findet bereits eine grundlegende Veränderung durch die Digitalisierung statt. Und Deutschland nutzt diese Entwicklung bereits heute. Nicht ohne Grund sind wir mit weniger als 1% der Weltbevölkerung die viertgrößte Volkswirtschaft. Deutschlands Know-how ist in der ganzen Welt gefragt und begehrt. Mit 43,6 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern generieren wir heute ein Bruttoinlandsprodukt von über 3 Billionen Euro. Das haben wir den Menschen in unserem Land zu verdanken, die immer wieder es geschafft haben, durch neue Innovationen unser Land leistungsfähig zu machen. Durch unser starkes Bildungs- und Hochschulwesen sowie unsere duale Ausbildung, die unser Land stark macht, sind wir ein Land von Facharbeitern, Akademikern, qualitativ hochwertiger Arbeitsplätze. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind Experten in dem, was sie tun. Laut einer Einsbach-Studie aus dem letzten Jahr sehen sich 3/4 der Bevölkerung den künftigen Anforderungen gut gewachsen. Viele sehen in der Digitalisierung einen Vorteil für sich selber. Wir wollen die Chancen der Digitalisierung nutzen. Die digitalisierte Arbeitswelt soll dabei explizit in den Dienst der Menschen gestellt werden. Das ist unsere Anforderung. Wichtig ist mir aber auch dabei, dass wir die Menschen mitnehmen, die die Anforderungen die in Bezug auf die Anforderungen der Zukunft immer noch Ängste haben. Auch da müssen wir dran arbeiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben im letzten Jahr gemeinsam mit einigen Ausschussmitgliedern des Ausschusses für Arbeit und Soziales die USA bereist und zahlreiche Gespräche geführt. Meine Zusammenfassung der Reise: Welchen Bildungsstand und welche Ausbildung man in den USA erhält, hängt maßgeblich von den finanziellen Möglichkeiten des Einzelnen ab. Ich finde, mit unserem System der dualen und der Hochschulausbildung haben wir für unsere Menschen im Land ein hervorragendes Fundament für ihr gesamtes Berufsleben. Die USA, zweiter Punkt, sind uns im Silicon Valley und an anderen Stellen durchaus bei den Unternehmensgründungen voraus. Circa jeder dritte Student der Stanford University gründet eine eigene Firma. Und in den USA ist auch das Venture-Kapital, das Risikokapital, wesentlich mehr vorhanden, als das in Deutschland der Fall ist. Und auch die Bereitschaft der Menschen, eben viel ausgeprägter in eine Selbstständigkeit zu gehen. Und ich finde, an dieser Baustelle müssen wir in erheblichem Maße auch in Deutschland arbeiten. Ein dritter Punkt. Auf die Frage, wie man die wachsende Ungleichheit in den USA in den Griff bekommt und wie man die Menschen am rasant sich ändernden Arbeitsleben mitnimmt, haben uns 14 Professoren der Stanford University keine Antwort geben können. Die Rahmenbedingungen, die wir in unserem Arbeitsschutz haben, spielen dort eine eher untergeordnete Rolle. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns darauf besinnen, was Deutschland stark gemacht hat, nämlich auf unsere soziale Marktwirtschaft und die weiter entsprechend auch aufbauen und weiter pflegen. Insofern sind die Ansätze, die Sie gemacht haben, durchaus diskutabel, und über die werden wir auch in der Zukunft sprechen. Denn letztlich geht es darum, die Entwicklungsmöglichkeiten eines jeden, den Freiraum und den Schutz der Beschäftigten sowie die Wirtschaft zu stärken.
Und diese Punkte, alle drei unter einen Hut zu bekommen, das ist die Aufgabe und die Herausforderung. Und das macht die CDU-CSU-geführte Bundesregierung in hervorragender Art und Weise, wie ich finde. Unser deutsches Arbeitsrecht gibt Leitplanken vor, zwischen denen sich Beschäftigte und Arbeitgeber frei bewegen können. Diese Bewegungsfreiheit schafft Wachstum und Sicherheit und zeichnet diese soziale Marktwirtschaft aus. Wir haben also beste Voraussetzungen, um auch in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich zu sein und eine gute soziale Absicherung in diesem Land zu garantieren. Dass dieses aber so bleibt, ist natürlich auch kein Selbstläufer. Deshalb müssen wir die Anforderungen, vor die uns die Digitalisierung stellt, mit Bedacht in dieses System entsprechend auch einbauen. Die Bundesregierung hat dazu, und das wurde eben auch schon erwähnt, im April 2015 den Dialogprozess Arbeiten 4.0 gestartet. Dessen Ergebnisse wurden vergangenen November durch das BMAS in einem Weißbuch vorgestellt, durch zahlreiche Workshops, Stellungnahmen und einem wissenschaftlichen Beirat wurden in einem breiten Umfang Ideen gesammelt und Handlungsempfehlungen gegeben. Diese gilt es jetzt in einer weiteren Form entsprechend auch umzusetzen. Und da diskutieren wir ja auch drüber und das werden wir auch tun. Also uns in Ihrem Antrag zu sagen, liebe Grüne, die Bundesregierung hätte in diesem Bereich in den vergangenen Jahren zu wenig getan, das ist schlichtweg falsch. Lassen Sie mich etwas zur Wahlarbeitszeit in Ihrem Antrag sagen. Viele Manteltarifverträge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen nutzen die Möglichkeit innerhalb der Leitplanken unseres Arbeitszeitgesetzes. Damit wird die Arbeitszeit auf die Erfordernisse der Beschäftigten und die eines Betriebes zugeschnitten und von den Sozialpartnern in den Unternehmen verhandelt. Gleichzeitig dienen aber auch diese Vereinbarungen dazu, die Leitplanken des Arbeitszeitgesetzes, des Arbeitsschutzes entsprechend insbesondere hier der Ruhe- und Tageshöchstarbeitszeiten vor allem entsprechend auch in diesen Regelungen umzusetzen und die Gesundheit der Beschäftigten eben auch zu schützen. Deshalb sind weitere Gestaltungsspielräume, wie Sie sie vorschlagen, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf nur möglich, wenn sie dem Schutz der Beschäftigten nicht widersprechen. Und deshalb gibt es ja hier an der Stelle auch den Vorschlag, eben darüber nachzudenken, ob man mit tariflichen Öffnungsklauseln eben dafür sorgt im Arbeitszeitgesetz, dass man diesem Anspruch gerecht wird und gleichzeitig eben noch einmal versucht, hier eine bessere Vereinbarkeit entsprechend hinzubekommen. Ein Beispiel, wenn zum Beispiel eine Mutter am Tag 4 Stunden im Betrieb gearbeitet hat und nach der Kinderbetreuung und der Freizeit am Nachmittag, gegebenenfalls am Abend noch mal 2 Stunden arbeiten möchte, verstößt das nach heutiger Denke an vielen Stellen auch durchaus mal dem Arbeitszeitgesetz wegen der Ruhezeit, die eingehalten werden muss. An dieser Stelle wollen wir arbeiten und entsprechend dafür sorgen, dass wir hier Rechtssicherheit schaffen, zum Wohle der Beschäftigten als auch der Arbeitgeber. Gleichzeitig möchten wir, dass Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer umfangreich über die Gesundheitsrisiken und präventive Maßnahmen aufklären. Sie merken also an vielen Punkten, die wir hier vorschlagen und auch miteinander in der Diskussion haben, dass wir an den gleichen Themen arbeiten, nämlich an den Handlungsfeldern, die uns das Weißbuch entsprechend auch vorgibt. Allerdings ist die Herangehensweise an vielen Stellen durchaus unterschiedlich. So auch im Bereich des Arbeitsschutzes. Sie treten im Bereich psychischer Gefährdungen für eine Reform der Arbeitsschutzverordnung ein, wissen aber genau, dass die Ergebnisse der Studien, die noch bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin liegen, jetzt im Mai erst vorgestellt werden. Ist es nicht besser, entsprechend darauf zu warten, erst mal diese Ergebnisse zu hören, bevor man einen Antrag stellt? Und zum Schluss noch etwas zum Thema Q wie Qualifizierung. Aus unserer Sicht muss Weiterbildung in erster Linie im Job erfolgen und nicht erst dann, wenn jemand arbeitslos geworden ist.
Es gilt, die Weiterbildung praxisnah in den Betrieben zu organisieren und den Beschäftigten damit das Rüstzeug für die aktuelle und zukünftige Arbeit zu geben. Dafür werden wir uns einsetzen. So gestaltet sich der Wandel in der Arbeitswelt zum Wohle der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Herzlichen Dank. Das Wort erhält nun der Kollege Klaus Ernst für die Fraktion Die Linke.